schön, dass ihr heute eingeschaltet habt bei meinem Miniband-Workout. Ihr braucht entweder so ein kleines Miniband oder ihr nehmt ein normales Terraband, was ihr euch dann eben eng spannt und halt enger arbeiten könnt. So, dann legen wir ganz gemütlich los mit unserem Aufwärmtraining. Wir beginnen hier mit einem Squat. Schieben nach oben. Squat. Ho. Richtig lang machen. Ein letztes Mal. Die andere Seite. Löse. Okay, weiter Stand. Wir gehen hier zur Seite. Komm zur Mitte hoch. Komm auf die andere Seite tief. Warm. Bring wieder unseren Kreislauf in Schwung. Seite, Mitte hoch. Seite tief, Mitte hoch. Nächste Runde. Wir gehen hier mit beiden Händen nach vorne tief, strecken im Bett die Unterarme auf, kommen wieder hoch. Los geht's. Lang, lang. Komm wieder nach oben. Weiter geht's. Lang, lang. Komm wieder hoch. Nochmal. Langsam wieder nach oben. Ein letztes Mal. Und hoch. Sehr gut. Nächste Übung. Komm nach unten. In den Vierfüßlerstand. Knie nach oben. Im Wechsel, super langsam, Knie ranziehen, lösen. Komm wieder nach oben. Nächste Runde, Schulterfalten nach hinten. Und nach vorne. Denk an den Bereich. Etwas aufgewärmt und können mit der ersten Runde beginnen. Zack. Einmal dein Miniband oder dein Terraband eng. So. Wir gehen mit dem Oberkörper vor. Vor zurücksetzen. Und dann ziehen wir hier die Arme eng am Körper nach oben. Spannung unten mit den Armen aufbauen. Bleib dabei. Rücken schön gerade machen. Zieh ran. Löse. Spannung bleibt durchgehend mit den Armen. Bleib dabei. Wir haben noch 10 Sekunden. Komm, mach nochmal 3, 2, eine noch und dann wechseln wir in die nächste Übung. Einen Arm lang, mit dem anderen Arm ziehen wir hier seitlich ran. Lösen wieder. Komplett ranziehen. Löse.
Dabei bleiben wir. Eigenes Tempo. Körper bleibt fest im Korde. Nur der eine Arm arbeitet. Ja, das merken wir langsam. Haben wir heute ein schönes Kraft-Workout. Ein letztes Mal machen wir noch. Und dann lösen wir kurz. Wir wechseln auf die andere Seite. Auch hier wieder den Arm lang. Der andere Arm arbeitet. So, komm nach oben. Und dann ziehen wir. Auch hier. Soweit es geht, ranziehen. Lösen. Auf Hand. Lösen. Bleib dabei. Nochmal drei. Zwei mehr. Einen letzten. Und kurze Pause. Nochmal durchschütteln und bereit machen für die nächste Übung. Band wieder zwischen beide Hände oder Arme spannen. Und dann beginnen wir oben mit kleinen Impulsen. Öffnen die Arme. Los geht's. Jawohl. Die Stärke, Intensität dürft ihr euch selber aussuchen. Je mehr Spannung, desto anstrengender natürlich. Und dann gehen wir langsam nach vorne tief. Jawohl. Und genauso langsam wieder nach unten. Bleib oben. Und die kleinen Impulse auseinanderschieben. Bleib dabei. Und dann gehen wir wieder langsam tief. Langsam wieder nach oben und lösen, kurz lockern. Und nächste Übung, wieder in beide Hände vorne. Wir ziehen die Arme nach hinten und schieben wieder vor. Nach hinten schieben, versucht die Ellenbogen oben zu lassen, nach ran und wieder geradeaus vor. Nach ran, vor. Ellenbogen bleiben oben, wir ziehen hier ran, schieben wieder vor. Spannung mit dem Band aufbauen. Aha. Vor. Aha. Aha. Bleib dabei, komm, zieh hier fest ran und langsam wieder vor. Auch hier wieder eigene Intensität. Je mehr du auseinander nimmst, desto anstrengender wird es. Nochmal zwei. Letztes Mal. Und geschafft. Wir kommen auf den Boden. Setz dich hier einmal auf deine Beine. Nächste Übung. Wir halten hier fest und öffnen seitlich nach oben. Mit einer Faust klappt es besser, da hat man mehr Spannung, jedenfalls ich. Zieh nach oben. Und auch hier, wenn ihr möchtet und wenn es zu anstrengend wird, auch ruhig ein bisschen mehr Platz lassen und dann hier mit einem geringeren Widerstand arbeiten. Hoch. 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 Ein letztes Mal. Okay, kurz lockern und dann wechseln wir auf die andere Seite. Okay, auch hier. Einmal unten halten und hier zur Seite nach oben.
hier nur der Arm arbeitet. Arm bleibt im 90-Grad-Winkel. Geh nach oben. Aber also ich merke das Krafttraining. Der Widerstand ist gut. Wenn ihr nichts merkt, ruhig mehr Widerstand. Also hier, wenn ihr ein normales Terraband habt, enger greifen und mit mehr Widerstand arbeiten. Okay, weiter geht's. Schultern hiervon. Im nächsten Step haben wir den Trizeps. Ein letztes Mal. Und löse Trizeps. So. Wir beginnen nach unten. Einmal hier oben festhalten. Wir schieben das Band oder den Arm hier seitlich nach unten tief. Einmal hier tief. Der Oberarm bleibt eng am Körper. Und nur der Unterarm arbeitet. Sieht easy aus, aber wenn man viel Widerstand hat, dann kann das auch anstrengend werden. Bleib dabei. Oberarm bleibt wieder eng am Körper und nur der Unterarm bewegt sich. Und geschafft. Kurz lockern und die andere Seite. Das Ganze nochmal. Oben festhalten und dann schieben wir tief. Nur der Unterarm schiebt nach unten. Kommt langsam wieder hoch. Komm, schieb. Tief. Jetzt nochmal durchhalten. Weiter geht's. Halbzeit haben wir. Nochmal genauso lang. Oberarm bleibt am Oberkörper. Nur der Unterarm. Machen wir noch und geschafft. Wir wechseln zur nächsten Übung. Wir spannen einmal unser Band hier an den Fuß. Hier dürft ihr variieren. Je länger der Fuß, desto mehr Spannung. Und dann ziehen wir hier den Arm eng am Körper nach hinten. Zieh nach hinten. Dein Ellenbogen schiebt nach hinten. Schieb. Schieb. Spannung aufbauen, wenn ihr nichts merkt, dann ruhig noch mal ein bisschen weiter das Bein wegschieben. Rücken gerade und nur der Arm arbeitet. Noch mal, vier, drei, zwei, letztes Mal. Und wir wechseln auf die andere Seite. So, auch hier spannen wir einmal an unseren Fuß. Los geht's. Zieh. 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 Wir schieben hier auch wieder unseren Ellenbogen nach hinten. Rücken nochmal schön gerade machen, Brust stolz und dann schieben wir nach hinten eng am Körper vorbei. Ja, bleib dran. Zieh. Nochmal. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Und dann kommen wir zum Bizeps. So, erstmal die eine Seite, auch hier wieder das Band unter deinen Fuß legen. Okay, los geht's, wir ziehen mal.
Rücken gerade. Und dann ziehen wir hier unseren Unterarm zum Oberarm ran. Bleib dabei, komm. Du musst doch mehr Spannung aufbauen. Fuß nochmal ein Stückchen weiter nach vorne. Und dann hier, ansonsten eng bleiben und hier ranziehen. Ein letztes Mal. Und wir wechseln die andere Seite. So, bereit? Los geht's. Zieh. Wir bleiben dabei. Spannung aufbauen, zieh nach oben. Zieh. Zieh. Bleib dabei, Halbzeit. Komm, nochmal ran. Ran. Jawohl. Rücken nochmal gerade. Nur der Arm arbeitet. 4, 3, 2, letzter. Sehr gut. Wir wechseln in die nächste Übung. Nehmen wieder das Band in beide Hände. Kommen nach oben. Dann ziehen wir am Oberkörper, am Kopf vorbei, tief, okay? Ellenbogen öffnen nach außen, tief, komm hoch. Hinterm Kopf, tief, komm hoch. Spannung aufbauen, sehr gut. Und wieder hoch. Bleib dabei. Spannung aufbauen und wieder hoch. Bleib dran, bleib dran. Jetzt merke ich's. Weiter. Komm, noch 4. 2 mehr. 2. Letzter. Und Pause. Sehr gut. Wir wechseln die Position, kommen noch ein Schritt tiefer. Nächste Übung. Greifen auch hier wieder mit beiden Händen. Wir ziehen diesmal vor dem Körper ran und wieder vorne lang. Ellenbogen öffnen zur Seite tief und wieder vor, okay? Los geht's. Zieh und wieder lang. Zieh. Und wieder vor. Bleib dabei. Vorne lang. Vor der Brust auseinanderziehen. Lang und ran. Okay? Weiter. 2 noch. Zieh. Letzter. Und löse. Nächste Übung. Band kommt wieder zwischen die Arme. Wir haben hier den Liegestütz zur Seite. Liegestütz zur Mitte, auf die andere Seite, Liegestütz, okay? Los geht's. Seite, Liegestütz. Komm zurück, die andere Seite geht zur Seite, wieder den Liegestütz. Mitte, komm tief, wieder zurück, auf die andere Seite. Bleib dabei. Tief. Wieder zur Mitte. Andere Seite. Tief. Seite. Seite. Komm wieder zurück zur Mitte. Geschafft. Sehr gut. Weiter geht's mit dem Bauch. Wir nehmen das Band in beide Arme, komm langsam, tief,
und schieb dich wieder nach oben. Arme gehen Richtung Decke, nach oben. Langsam nach oben und auch wieder langsam. Langsam wieder nach oben. Ein letztes Mal nach oben und geschafft. Nächste Bauchübung. Wir bleiben hier oben auf Spannung. Seite, Mitte, Seite. Okay? Los geht's. Mitte, Mitte. Auch hier wieder eigenes Tempo. Oberkörper leicht nach hinten. Hier halten wir die Spannung. Mitte, Seite, Mitte, Seite. Bleib dabei. Bleib dabei. Seite, Mitte. Seite, Mitte. Komm, Spannung nochmal halten, Bauch fest machen, bleib dabei, nochmal zwei, auf die andere Seite und geschafft, sehr gut. So, zwei Übungen haben wir noch, dann haben wir es geschafft für heute. Band wieder zwischen beide Füße, hier einmal auf Spannung, wir ziehen dran und wieder lang. Bleib dabei. Halbzeit. 25 Sekunden noch. Zieh. Lang. Zieh. Lang. Zieh. Nochmal drei, zwei mehr, letzter und dann wechseln wir auf die andere Seite. Achterbleiben. So, los geht's, Spannung, wir ziehen ran, lang, davon, lang, davon. Lang halten, Beine nicht ablegen. Gott, bleib dabei. Bleib dabei. Halbzeit. 25 Sekunden noch. Zieh. Lang. Zieh. Komm, 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 komm. Halt durch, halt durch. Wir haben noch vier. Und drei. Zwei mehr. Letzter. Okay, sehr gut. Letzte Übung für heute. Da haben wir einmal Becken heben. Füße auf den Boden aufstellen. Wir nehmen einmal das Band über unsere Hüfte, halten rechts und links auf den Boden fest und schieben die Hüfte nach oben. Oben anspannen, kurz halten. Wieder langsam lösen. Nochmal. Hoch. Oben halten. Und lösen. Schieb hoch. Halte oben. Po anspannen, Bauch anspannen. Immer wieder nochmal ein Stückchen weiter nach oben schieben. Und nach unten tief. Hoch. Halte. Langsam wieder lösen. Bleib dabei. Schieb nach oben. Halte oben, alles anspannen und langsam wieder tief kommen. Ein letztes Mal nach oben. Oben halten und lösen. Sehr gut, geschafft. Wir kommen zum Cooldown. Einmal Arme rechts und links ablegen.
Lied an zum Entspannen. So. Wir nehmen ein Bein nach oben, ziehen das Bein über das Liegende zum Boden tief, Blickrichtung auf die andere Seite. Arm und Schulter bleiben auf dem Boden auflegen. Intervalltimer wird angehalten. Bitte aktivieren Sie den Hintergrundmodus. Blick geht auf die andere Seite. Und langsam wieder lösen. Haben wir schon wieder mit der Technik zu kämpfen. Halten. Lösen, komm langsam nach oben, in den Katzenbuckel, Rücken rund, Hohlkreuz. Jawohl. Einmal noch rund machen, löse, setz dein Po nach hinten, wander mit deinen Fingerspitzen langsam nach vorne, zieh dich lang, lass dein Po unten. Zieh nochmal nach, zieh die Finger weiter nach vorne, mach dich noch länger. Langsam lösen. Ja, stretchen einmal die Schulter. Und wechseln auf die andere Seite. Wechseln zum Trizeps, einmal die Hand hinter deinen Körper und schieb mit der anderen Hand deinen Arm weiter nach hinten. Spür die Dehnung hier im Trizeps. Wir wechseln auf die andere Seite. Wieder lösen, den einmal hier den Nacken. Wechseln auf die andere Seite. Einmal das Band oder dein Handtuch, komm nach oben, einmal Handtuch oder Band zwischen beide, Hände spannen, schieb nach hinten so weit wie du kommst, halte hinten, wieder langsam löse, nochmal, schieb nach hinten. Ablegen. Ein letztes Mal. Lass mir die Schultern nach hinten kreisen. Jawohl. Nächste Woche oder beim nächsten Mal kommt dann das Miniband-Workout für die untere Hälfte unseres Körpers. Einmal nach vorne. Jawohl.
bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Super, wart super mitgemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.